Moin Leute, willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen weiteren Video und diesmal wieder ein Reaktionsvideo. Und ja, diesmal gucken wir uns mal was von Extra 3 an. Ja, da geht's nämlich nach Parchim, wie ihr sehen könnt. So, ich mache das hier nur mal ganz kurz nochmal groß und ja, gucken wir uns mal an. Das ist die Kategorie reale Irrsinn, das heißt Extra 3 durchleuchtet viele Orte oder Gegenden, wo halt bürokratischer Irrsinn passiert. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an. Diesmal geht es, wie gesagt, nach Parchim. Für die, die nicht wissen, wo liegt Parchim? MacPom, also Mecklenburg-Vorpommern. Also Fischkopfland, ja. So, und jetzt rein in den Aal, wie Lefort so gern sagt. Dieses Wasser ist purer Luxus. Sein Name minus 181. Sein Preis 18 Euro. Was? Für stilles Wasser? 18 Euro? Ganz ehrlich, hier bei unserer Dönerbude im Ort kriege ich für 18 Euro 3 Mega-Döner mit Käse. Nur mal so zum Vergleich. Pro Flasche. Es kommt aus einem Brunnen in 181 Metern Tiefe in Parchim und wird von einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke produziert. Zum Start der prickelnden Geschäftsidee lobte der Wirtschaftsminister das Wasser in vollen Zügen. Ich bin hier heute gerne hergekommen, um dem neuen Mineralwasser auch die richtige Aufmerksamkeit zu schenken, dass es dann auch gut promotet wird. Und ich denke, es wird sehr gut angenommen von der Bevölkerung. Also ich sag's immer mal so, wenn Politiker sowas für sowas werben, dann kann es nur nach hinten losgehen. Kleiner Eingriff mal von mir. Gucken wir mal weiter. Muss ich nicht haben. Ich nehme es aus der Leitung. Ist auch von den Stadtwerken. 18 Euro. Ich weiß was Besseres für 18 Euro. Ich muss lieber eine Flasche Wein, ne? So. Die Ignorant. Das Wasser hat nicht nur Premium-Qualität, sondern Ultra-Premium-Qualität, behauptet die Gesellschaft. Überhaupt sprudelt es nur so aus den Werbetextern. Die besondere Weichheit dieses Wassers wird schon beim ersten Kontakt mit der Zungenspitze spüren. Auf seinem Weg die Zunge entlang begleitet das Wasser ein neutral harmonischer Geschmack. Der Blick! Naja. Wie schmeckt das? Nach Wasser. Er schmeckt relativ gewöhnlich. So. Glaube ich nicht, dass es wert ist. Mit minus 181 sollte Parchim in aller Munde sein, so heißt es in den GmbH-Gründungsunterlagen. Schön zu wissen. Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Ansehens der Stadt Parchim in Kreisen, die sonst nicht von Parchim Kenntnis nehmen. Also Restdeutschland. Der Restdeutschland nimmt keine Kenntnis von Parchim. Jetzt wissen wir auch, warum. Ja, vielleicht auch besser so. Deswegen ist der Name Parchim auch prominent platziert. Finde ich nicht. Das ist nicht versteckt oder so und ich sehe es gerade nicht. Doch. Ehrlich? Parchim. Nein. Ja. Aber ganz klein. Das kann doch nicht. Das muss ja nice. Nicht stehen. Das ist ja nice. Ja, das Wasser, dieses wundervolle Wasser kommt aus Parchim. Ja, wo steht denn das? Da unten ganz klein geschrieben. Alter, Katastrophe. So ein. Und dann ist das Luxuswasser auch noch ein Fall für den Landesrechnungshof. Nee. Aus unserer Sicht ist aber der Vertrieb eines Luxusmineralwassers sicherlich kein öffentlicher Zweck. Im ersten Verkaufsjahr wurde die Bilanz verwässert. Statt geplanter 7000 Flaschen wurden nur 373. Nein! Nice! Bis zum Jahres 2018 hat die GmbH einen Verlust von 650.000 Euro. Was? Verwirklicht. Was? Die haben einen Verlust von 650.000 Euro gehabt? Ach du Scheiße. Das Geld. Gucken wir mal schnell noch weiter. Statt minus 181, also minus 650.000 Euro. Von der Stadt sprudeln keine Antworten zum Thema. Naja, ist ja auch ein stilles Wasser. Oh nein, das tut schon beim Zuhören weh. 650.000 Euro. Ganz ehrlich, für 650.000 Euro hätte man mehrere Schulen dort retten können. Ja?
mal dafür sorgen, dass mal, was weiß ich, neue Lehrer eingeschaltet werden, junge Lehrer oder mal das Internet oben ausbauen in Mecklenburg. Alter, mit 650.000 Euro Steuergeld kannst du definitiv mehr ausrichten, als blödes Wasser aus dem Boden hochzusaugen, ja, aus dem Boden zu schöpfen, zu filtern und dann Glasflaschen abzustellen. Die sind auch noch 18 Euro die Flasche kosten. Alter, das tut schon beim Zuhören weh. Oh nein. Aber ich muss sagen, Extra 3, sehr guter Beitrag. Ich feiere das. Macht mal weiter so. So, und ja, damit möchte ich mich eigentlich auch schon wieder von euch verabscheuen. Denn ihr seid die Besten. Ich bin euer Hermann. Wir sehen uns dann im nächsten Reaktionsvideo und mal sehen, was uns da erwartet. Also ganz ehrlich, Parchim, schämt euch. Jetzt mal ohne Scheiß. Das heißt, die Stadt Parchim ist um 650.000 Euro ärmer. Für eine blöde Idee. Ja, super. Na, andererseits, so wird auch mal Mecklenburg mal anders bekannt. Jetzt nicht, oder besser gesagt, die Stadt Parchim wird mal durch andere Sachen bekannt. Jetzt nicht durch ihr Wasser, also nicht direkt, aber dafür, dass es der größte Fail war, den sie je gemacht haben. Alter, Katastrophe.